Ich kann auch jetzt einfach anfangen. Okay. Ich hatte keine Angabe angekreuzt, deswegen bin ich vielleicht auch eine Frau. Das kann auf alle Fälle noch durchgehen. Ich habe eine Frage und also wir haben ja jetzt die strukturellen Gründe eigentlich eher jetzt erstmal außen vor gelassen, weshalb es zu der Krise kam. Also das mit den Ungleichgewichten wurde ja schon angedeutet. Aber im Grunde genommen könnte man noch sagen, dass man jetzt die Ursachen der Krise nicht wirklich überwunden hat, nämlich dass man zum Beispiel, keine Ahnung, was wie einen Länderfinanzausgleich hat oder Eurobonds, damit quasi auch die Wertschöpfung, die ja bereits europäisch stattfindet, auch einen Pendant findet, was zum Beispiel die Produktivität anbetrifft, die ja weiterhin noch national ist. Und deswegen würde ich jetzt mal einfach so salopp sagen, sind doch diese ganzen Überwachungsgeschichten, über die du jetzt referiert hast, eigentlich das Papier nicht wert, weil früher oder später wird doch eigentlich wieder alles, ja, keine Ahnung, kollabieren oder wie auch immer. Und dann ist es doch nur noch eine Frage, ob dann am Ende Deutschland selbst, was ja nun maßgeblich diese Programme dort mitgeschrieben hat, sagt, wir finden eigentlich das, was wir uns da aufgelegt haben, doch gar nicht so gut. Und das würde ich jetzt kurz nochmal ausführen, weil du ja davon gesprochen hast, dass es automatische Sanktionen gibt, die ich jetzt aber nicht als automatisch bezeichnen würde, wenn am Ende noch der Ministerrat diesen Sanktionen zustimmen muss. Und genau, dann sind quasi die Staaten, die ja selbst irgendwie keine richtige Haushaltspolitik führen, im Sinne dieser ganzen Stabilitätsgeschichten, selbst auch Richter darüber zu entscheiden, ob das nun doch diesen Vorgaben gerecht wird. Und dann, wenn es dann doch zu Sanktionen kommt, die ja wiederum auch wieder nur der Rat dann festlegt, dann sind es 0,2% Sanktionsempfehlung, wenn ich das richtig jetzt aufgeschrieben hatte. Genau. Aber also was ist das dann noch für eine Strafe, wenn der Staat eh pleite ist? Dann macht es ja auch keinen großen Unterschied mehr. Und deswegen würde ich sagen, okay, man hat zwar auf dem Papier mehr Überwachung, aber praktisch, ja, wird das jetzt nicht wirklich groß was ändern. War jetzt eher ein Kommentar, ich hatte jetzt gar keine Frage. Sich nicht eine Frau meldet. Ja, meine Frage ist, dass ich nicht verstehe, warum diese ganzen Sparmaßnahmen und auch die Schuldenbremse als Politik für die Finanzmärkte begriffen wird oder definiert wird, wenn es doch eigentlich dann darauf hinausläuft, dass es keine neuen Schulden mehr geben soll oder keine Defizite oder dass Nulldefizite irgendwie erreicht werden soll. Dass dann praktisch der Staat sich ja kein Geld mehr von den Finanzmärkten leihen soll, dauerhaft, oder? Ich hatte die Frage, die Ungleichgewichte, gelten die auch bei der Bestrafung in die andere Richtung, dass wenn ein Land zu leistungsfähig ist, wenn es zu viel Export hat, also wie Deutschland, also dass Deutschland da quasi dafür bestraft wird, dass es zu erfolgreich wird, weil im Moment ist ja auch Teil des Problems, dass wenn ein Land zu viel in die anderen Euro-Länder exportiert, dass es dadurch auch Probleme gibt, dass die auch ausgeglichen werden oder ob das bloß für die quasi Verlierer gilt, dass wer zu wenig leistet, bestraft wird und die, die zu viel leisten, die quasi davonkommen, obwohl sie mit Teil des Ungleichgewichts sind. Ja, ich habe eine Frage zur Neuverschuldung, maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts. Und zwar ist, welche Rolle spielt dabei die Inflation? Ist das inflationsbereinigt oder wie wird das so gemacht? Also ich wollte da mal ansprechen, mit der Bestrafung beim Fiskalpakt. Strafen treffen ja Tote und dann sind sie sowieso nicht zu realisieren. Und dann war nochmal die Vertrauensfrage, die angesprochen wird durch diese gesetzliche Aufnahme in das Grundgesetz, Verbot der Neuverschuldung oder bis zu einer gewissen Grenze nur. Das ist ja noch keine Realität. Die Vertrauensfrage kann ja eigentlich nur, die ist eigentlich hergestellt worden, ja, in den letzten 3 Jahren durch die Rede von Draghi, indem er gesagt hat, er kauft Staatsanleihen auf, unbegrenzt und so viel wie nötig ist. Und danach gingen die Zinsen für die Länder runter. Also eigentlich sind die
nationalen und auch europäischen gesetzgebenden Dinge eigentlich ziemlich uninteressant gegenüber dem Wirken der Zentralbank, meiner Ansicht nach. Ja, das war meine Frage. Also ist das eigentlich so, dass diese Gesetzgeberin, meine Frage, gesetzgeberische Sache eigentlich ein Placebo ist, im Gegensatz, das eigentliche Wirken spielt in den Finanzmärkten und da spielt die Zentralbank, die EZB, die entscheidende Rolle. Danke. Wir machen das wieder wie letztes Jahr, dass auch ich antworte, auch wenn Stefan vorgetragen hat. Also mit dieser Frage nach den Ursachen, ich glaube, das werden wir auch in den nächsten 2 Wochen nochmal diskutieren, weil die Frage ist ja, wer bestimmt denn eigentlich, was die Ursache, was das Problem ist? Und wenn du sozusagen darüber bestimmen kannst, was eigentlich das Problem ist, hast du eigentlich schon die Lösung mit dem Handgepäck. Und indem eben relativ früh Deutschland und natürlich auch neoliberale Politiker etc. pp. Definieren konnten, was eigentlich das Problem ist, wurde sozusagen festgeschrieben, was die Lösung ist. Und die Lösung ist sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit, wie wird die hergestellt? Da hat sozusagen Stefan die ganzen Punkte aufgezählt. Da kommt dann aber auch zum Beispiel die EZB rein, also die letzte Frage, weil die dieser Punkt, dass Deutschland, da werden wir, glaube ich, das nächste Mal oder das nächste Mal darauf nochmal zurückkommen, dass Europa, wie gezeigt wurde, ja sehr gespalten ist. Sie haben aber eine gemeinsame Währung. Und wenn Deutschland sozusagen ständig seine Interessen verfolgt, wird dieser Widerspruch teilweise verstärkt. Und die einzige Institution, würde ich sagen, die da als europäischer Staatsapparat agiert hat, war die EZB. Darauf werden wir auch nochmal eingehen. Von daher würde ich vielleicht die 2 Fragen nochmal so ein bisschen zurückstellen oder die Diskussion, weil wir die genau dann in diesen nächsten Seminaren auch diskutieren können. Mit den Finanzmärkten, inwieweit die als Kriterium gelten, das ist ziemlich interessant. Bei dem letzten EU-Ratstreffen wurde Schäuble gefragt, wenn denn Deutschland gedenkt, seine Schulden zurückzuzahlen. Seine Antwort war, hoffentlich nie. Irgendwie einerseits paradox, aber das meint er durchaus ernst in dem Sinne, dass die deutschen Staatsanleihen eben interessant sind für Anleger als sichere Anlagequellen. Die haben Interesse daran, dass es immer genug Anlagen gibt, die sicher sind. Wenn es Turbulenzen gibt an den Finanzmärkten, dann kauft man schnell deutsche Staatsanleihen. Das heißt, für die Stabilität der globalen Finanzmärkte braucht es genau Staatsanleihen, sichere Staatsanleihen. Und auch da kommt genau dieser Widerspruch rein, dass natürlich griechische Staatsanleihen vielleicht Spekulationsobjekt sind, aber eben keine sicheren Anlagen. Deutsche Staatsanleihen aber durchaus schon oder US-Staatsanleihen. Es gibt zum Beispiel auch ein Papier vom IWF von Anfang der, glaube ich, also 2000er Jahre. Clinton hat nämlich als einer der ersten Staatspräsidenten geschafft, den Haushalt auszugleichen. Dann hat die IWF Angst bekommen um die globalen Finanzmärkte, weil wenn das Angebot an US-Staatsanleihen sinkt, dann könnte das verheerende Auswirkungen für die Finanzmärkte haben und haben sich in einem Papier die Gedanken sozusagen darüber gemacht, was könnte das bedeuten, wenn es immer weniger Staatsverschuldungen der USA gibt für die globalen Finanzmärkte. Also das ist sozusagen ein Widerspruch, der aber durchaus sinnvoll ist, sozusagen wie kapitalistische Ökonomie funktioniert. Weil es kam jetzt zweimal hier so ein bisschen, dass die Ursachen der Krise ja nicht überwunden sind, kein Länderfinanzausgleich und so weiter. Die Ursache der Krise ist natürlich, abgesehen davon, dass Kapitalismus immer krisenhaft ist, ist letztlich die Konkurrenz der Standorte. Klar, die ist nicht überwunden. Über einen Länderfinanzausgleich könnte sie überwunden werden, also zumindest abgemildert, aber das gibt es nicht. Jetzt ist die eine Frage, klappt das? Das wird man sehen. Ich würde nicht denken, dass es klappt. Ich finde die politisch interessantere Frage, was heißt das für wen? Und das sieht man an dem Punkt Wettbewerbsfähigkeit am deutlichsten, aber auch bei den Staatsfinanzen. Wenn gesagt wird, die Staatsfinanzen müssen so organisiert werden, dass wirklich der Staat jetzt immer wettbewerbsfähiger wird, dass auch die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik so organisiert werden muss, dann bedeutet das einige Härten. Und das ist übrigens, das hatte ich vergessen vorzulesen, es gab in dem Europapapier
der Großen Koalition einen interessanten Satz. Der hieß nämlich, ich habe es jetzt vergessen, auf jeden Fall gibt es da einen Satz. Ah, in dem Europapapier der Großen Koalition wird betont, dass es eine Balance zwischen dem Streben nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und einer sozialen Balance geben müsse. Die wissen das auch. Die wissen auch, dass das Streben nach mehr Wettbewerbsfähigkeit stört auf jeden Fall die soziale Balance. Also das führt auf jeden Fall auch zu mehr Armut. Und den Punkt finde ich politisch wichtiger, als ob das Ganze klappt. Auch bei der Frage, ist man jetzt für Europa oder dagegen, die haben sich auf jeden Fall ein Programm aufgelegt, das ist heftig. Warum soll man sparen, wenn man von den Finanzmärkten ohnehin keine Kredite mehr haben möchte? Dazu nur zwei Sachen. Wenn die Schulden dann irgendwann unter 60%, die Gesamtschulden unter 60% der Wirtschaftsleistung gedrückt sind, dann darf ein Staat ja auch wieder richtig, also diese 3%, darf er dann auch wieder. Dazu muss ein Staat jedes Jahr irrsinnig viele Schulden machen, um seine alten Schulden zu bedienen. Das machen Staaten ja so, sie bedienen die alten Schulden durch die neuen Schulden. Ich glaube, die Bundesregierung macht dieses Jahr wie viel? 18 Milliarden oder 8 Milliarden neue Schulden, aber zur Bedienung der alten Schulden muss sie, glaube ich, 200, 250 Milliarden aufnehmen. So, weil die ja permanent verlängert werden. Das ist der eigentlich große Batzen. Insofern hängt jeder Staat von den Zinsen ab, weil jeder Staat muss hunderte von Milliarden, um seine alten Schulden immer wieder zu verlängern, aufnehmen. Gibt es bei dem Verfahren wegen makroökonomischen Ungleichgewichten auch Strafen für Gewinner? Ja, das bei einer Sache, bei einer einzigen Sache. Es gibt den berühmten Leistungsbilanzüberschuss, der darf nicht höher sein als 6% der Wirtschaftsleistung. Das haben sie sich reingeschrieben. Das ist quasi das Ding gegen Deutschland. Wenn der Leistungsbilanz, also letztlich der Außenhandelsbilanzüberschuss, über 6% der Wirtschaftsleistung ist, dann wirft die EU da ein Auge drauf. Das ist schon so und Deutschland ist jetzt bei 7%, ist glaube ich jetzt drüber. Aber das muss übrigens auch über 3 Jahre im Durchschnitt sein, 6%. Und 6% sind auch ein sehr hoher Schwellenwert. Gut, Deutschland liegt im Moment drüber. Und ich, selbst wenn Deutschland drüber liegt, da wird nichts passieren. Das sage ich hiermit voraus. Und ich könnte auch erklären, warum, aber das führt auch zu weit. Und selbst wenn was passiert, wird nichts passieren, was die Bundesregierung nicht möchte. Noch eine Frage war noch. Ach übrigens, wenn der Ministerrat die Sanktionen noch beschließen muss, nein, er muss sie nicht beschließen, er kann sie nur noch ablehnen. Und genau, die Zinsen sind gesunken nur wegen der EZB, das stimmt. Die EZB, das erzählen wir das übernächste Mal, was die EZB davor hatte. Die EZB hat klar gemacht, bevor sie dieses Anleihekaufprogramm aufgelegt hat, mit dem sie dann die Zinsen gedrückt hat, hat klar gemacht, sie legt das Anleihekaufprogramm nur auf, wenn der Stabilitätspakt verschärft wird. Sonst macht sie es nicht. Insofern geht zumindest die EZB nicht davon aus, dass diese Regeln alle nur Placebo sind, sondern die hat es als explizite Bedingung genannt, dass nur Staaten, die übrigens beim Fiskalpakt mitmachen, beim allerschärfsten, die kriegen dann auch Hilfen vom Euro-Rettungsschirm und nur wer Euro-Rettungsschirm hilfenfähig ist, kann auch durch die EZB unterstützt werden. Also so hat auch die EZB festgelegt, dass es zu dieser Verschärfung des Finanz- und wirtschaftspolitischen Programms kommt. Wie gesagt, ich finde nicht das Wichtige, ob es klappt, sondern was das für uns hier bedeutet. Gleich in der zweiten Runde, ich habe schon die erste Meldung der zweiten Runde da hinten, dann hier. Ich lasse es neue Leute dazukommen und dann gerne nochmal. Zwei Anmerkungen. Also einmal danke nochmal für diesen Vortrag, der uns so gut auch nochmal diese ganze Widersprüchlichkeit irgendwie aufgezeigt hat. Und also besonders krass fand ich auch diese Grafik vom Finanzministerium quasi zum Abbau des Arbeitsschutzes, wo so ganz unverblümt das sozusagen jetzt auch als ein positives Kennzeichen oder als ein Fortschritt sozusagen dargestellt wird. Und also diese Widersprüchlichkeit zwischen einmal Wettbewerbsfähigkeit und weiteren Sozialabbau. Das sozusagen als eine permanente Triebfeder oder so, auch wenn es einem eigentlich tut, also auch wenn es irgendwie absurd scheint, wie sozusagen irgendwie herrschende Politik in Europa weiter solche Regularien irgendwie
vorantreiben kann, obwohl irgendwie klar ist, dass halt das soziale Leid dadurch halt irgendwie immer größer wird. Das finde ich schon abgefahren und das war in dieser Grafik und durch auch viele andere Beispiele nochmal sehr gut illustriert. Und eine Anmerkung, was ich mir wünschen würde für sozusagen das weitere Seminar. Ich habe so ein bisschen ein Problem oder einen Konflikt. Also in dem Vortrag wurde die ganze Zeit eigentlich über die Europäische Union gesprochen. In dem Titel steht was von Europa. Und also vielleicht ist das so ein bisschen Prinzipienreiterei, aber ich finde es gerade hinsichtlich des Punkt 4 und Punkt 5, nämlich die Last der Linken und auch zu der Widerstandsperspektive irgendwie wichtig, mit den Begriffen irgendwie auch Klarheit zu schaffen. Also wenn wir über Europa reden, das ist nicht die Europäische Union. So, also und es gibt halt irgendwie einen Kontinent und es gibt einen geografischen Raum, es gibt irgendwie einen euromediterranen Raum, wo auch irgendwie Nordafrika beispielsweise mit drin ist. Also ich finde das irgendwie wichtig und fände es irgendwie cool, wenn in den nächsten Sitzungen da so ein bisschen schärfer getrennt werden würde, über was wir hier reden. Weil genau, jetzt ging es irgendwie um die Europäische Union und das ist ja auch wichtig und spannend, aber das ist was anderes als Europa, oder? Ja. Ja, gleich zu Europa. Mir war nicht so ganz klar geworden immer, wie weit es hier nun immer um die Europäische Union ging oder teilweise nur so um die Eurozone. Also denn gerade der Euro, wo ja die Länder, die die gemeinsame Währung haben, irgendwie auf Gedeih und Verderb zusammenhängen, das spielt natürlich eine wichtige Rolle, dass sie sich dann auch gegenseitig halt wie bei Griechenland oder so doch irgendwie, ob sie wollen oder nicht, wieder helfen müssen. Und da würde mich auch interessieren, aber vielleicht kommt das später noch, wie ihr denn so die Zukunft des Euro seht. Denn letztlich, wenn dann das nächste Mal ein Staat vor der Frage steht, dann Euro-Staat, ja irgendwie zahle ich meine Staatsschulden zurück oder nicht. Und wenn er dann irgendwann nicht zurückzahlen könnte, dann würde er aus der Eurozone austreten müssen wahrscheinlich. Und das wäre ja auch für den Rest der Eurozone extrem gravierend. Insofern würde ich mich dann auch fragen, ob sie da nicht doch wieder sich über ihre eigenen Regeln hinwegsetzen müssten einfach. Ja, vielleicht jetzt oder später, wenn es halt passt, würde mich interessieren. Das Zweite nur kurz, du hattest am Ende diese Anmerkung, dass ja das deutsche Finanzministerium sagt, ja, Deutschland muss ja gar nicht Vorbild sein, aber faktisch habe ich doch das Gefühl, dass alle diese Regeln genau Deutschland sich eigentlich als Idealbild nehmen. Schwacher Binnenkonsum, der ruhig noch geschwächt werden darf und sehr starke Exportorientierung. Und das ist eigentlich das Ziel, was irgendwie da implizit dahinter steckt, oder? Ja, ich habe nur noch mal eine Frage, was die Alternative sein könnte sozusagen. Es wurde eben noch mal gesagt, dass sehr früh die Diagnose von den Neoliberalen sozusagen gestellt wurde und entsprechend die Lösung skizziert, von Europa dann vorgegeben oder von Deutschland wesentlich. Und was wäre denn jetzt eigentlich sozusagen eine alternative Diagnose und was könnte man stattdessen machen, weil die Krise gab es irgendwie und das würde mich noch interessieren. Vielleicht, mir ist nicht klar, wie ein Abbau der Verschuldung erfolgen soll, auch wenn das im Gesetzblatt steht, wenn überhaupt keine wachstumsfördernden Maßnahmen ergriffen werden. Ohne Geld kann ich keine Verschuldung und kein Wirtschaftswachstum produzieren. Und wir sehen es ja in Wirklichkeit auch, dass die Länder alle ständig die Verschuldung zunimmt, in allen diesen genannten Ländern. Also das ist mir ein Rätsel, dass überhaupt jemand daran glauben kann. Und zweitens bei der Überwachung würde ich ja sehr interessant finden, wenn eine Korrelation mal zwischen dem privaten Vermögen in den jeweiligen Ländern und der Staatsverschuldung hergestellt werden würde. Denn eine Stärke Deutschlands ist ja nicht bloß die geringe Staatsverschuldung, sondern auch die hohen privaten Vermögen, die hier sind, die im Prinzip eine Sicherheit da sind für die deutsche Finanzkapital. Dazu mal ein Vorschlag, wie das gehen soll. Ingo, fängst du wieder an? Also es stimmt, dass wir so ein bisschen auseinanderhalten sollten, was ist die EU, was ist die Eurozone, was ist Europa. Das geht so weit, dass wir, oder dass selbst die Politiker selber sozusagen mit diesen Widersprüchen konfrontiert sind. Also ihr wisst, dass England zum Beispiel Teil der EU ist, aber beim Euro
nicht dabei ist. Sie waren am Anfang, als der Prozess losging, noch dabei, sind dann Anfang der 90er Jahre ausgestiegen, gerade aus dem Grund, dass sie sich die Autonomie und die Handlungsfähigkeit erhalten wollten, die sie sozusagen beschnitten gesehen haben in dem Regelwerk, das jetzt auch Stefan vorgestellt hat. Und es geht so weit, dass bestimmte Regeln sich widersprechen. Also wenn ein Land Teil der EU ist und Teil der Eurozone und mit dieser Reform widersprechen sich da teilweise Gesetzesgrundlagen, wo sich Juristen nicht darüber einig sind, wie man die eigentlich unter einen Hut kriegt. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall viele Diskussionen geben, nicht nur unter Juristen, sondern auch unter Europapolitikern und Politikern der Nationalstaaten, wie man das irgendwie auflösen kann oder die Widersprüche kleinarbeiten kann. Also zum Beispiel im Koalitionsvertrag der Großen Koalition jetzt steht zum Beispiel als Ziel drin, dass man die EU-Grundlagenverträge reformieren muss. Das heißt, sie haben einerseits, oder sie, darauf reagieren sie genau, sie wollen Teile dieser Regeln in diese Verträge aufnehmen, müssen Widersprüche kleinarbeiten und da wird sozusagen, glaube ich, in den nächsten Jahren uns noch sehr viel Konflikte begegnen. Also in England zum Beispiel wird wieder verstärkt darüber diskutiert, ob man auch aus der EU austritt. Das heißt, da werden diese Widersprüche noch stärker werden und es wird eben nicht, glaube ich, sich in eine Richtung entwickeln, wie es in den USA im 18. Jahrhundert war. Das ist ein ganz interessanter Vergleich, weil auch vorhin nochmal Länderfinanzausgleich gesagt wurde oder vielleicht habt ihr schon mal sowas von Fiskalunion gehört, also dass man sozusagen beschließt, eine gemeinsame Steuer- und Schuldenpolitik zu betreiben, um genau diesen Problemen, die Stefan skizziert hat, zu begegnen. Also die USA war nach dem Unabhängigkeitskrieg, da haben viele Südstaaten ziemlich hohe Schulden gehabt und da haben sozusagen die Politiker unter dem Präsident Washington genau darüber diskutiert, wie auch jetzt darüber diskutiert wurde. Und das Ergebnis dessen war, dass Washington als Bundes- oder als Zentralgewalt die Schulden der südlichen Bundesstaaten übernommen hat. Also das, was sozusagen die letzten Jahre in Europa gerade verhindert wurde, wurde im 18. Jahrhundert in den USA gerade durchgezogen. Wenn man da Zitate nimmt von Hamilton zum Beispiel, der sagt, wir müssen das machen, damit die südlichen Bundesstaaten nicht höhere Zinsen an den Finanzmärkten zahlen müssen. Das ist ziemlich irre, wie sozusagen Zitate von damals den heutigen Problemen auch ähneln. Zu den Alternativen, glaube ich, werden wir vor allem zu dem bei dem vierten Treffen kommen, vor allem, weil wenn wir das jetzt hier diskutieren würden, wir erstmal aufmachen würden, was wäre eigentlich das Problem? Also wir haben jetzt sozusagen hier angefangen zu diskutieren vor dem Hintergrund, was ist die herrschende Deutung der Krise und was sind die Antworten? Und wenn wir jetzt diskutieren würden, was wären die Alternativen, dann wären wir erstmal dabei, was ist denn für uns eigentlich das Problem? Und das würde, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, auf jeden Fall, oder zumindest heute Abend. Ich glaube, irgendwer hat nochmal konkret, ich glaube, du hast es konkret gefragt, wer macht denn jetzt wo genau mit? Das geht quer durch die Reihen. Also was heißt, Stabilitätspakt ist EU, Sanktionen, aber nur gegen Euro-Staaten. Fiskalpakt ist jetzt die EU ohne Tschechien und ohne Großbritannien. Der Euro-Plus-Pakt ist jetzt wieder die Eurozone minus plus Dänemark und Bulgarien, glaube ich. Also dann gibt es noch den, also das geht quer durch die Sachen. Einfach Ausdruck der Tatsache, Gesetze sind Ausdruck realer Machtverhältnisse und einige Staaten glauben halt, sich das leisten zu können, dann nicht mitzumachen und andere wiederum glauben, sich da beugen zu müssen oder wollen das tatsächlich auch durchsetzen. Insofern ist das wirklich ein Flickenteppich von teilnehmenden Staaten, wen jetzt für was jetzt für wen gilt. Wenn man sich das genau angucken will, steht auch alles. Zum Beispiel beim Bundesfinanzministerium. Deutschland als Vorbild. Das war also das Zitat, was ich vorhin gesagt habe, Sie sollen das deutsche industrielle Modell nicht kopieren. Das ist doppelt. Auf der einen Seite wird Ihnen gesagt, macht es so wie Deutschland, setzt auf den Export, werdet wettbewerbsfähig, aber die Mittel dazu habt ihr nicht und ihr solltet auch nicht zu viel Geld ausgeben, sie euch zu beschaffen. Es geht explizit, würde ich sagen, an so ein Land wie Griechenland, das über Jahrzehnte versucht hat, sich eine Industrie hinzustellen und irgendwie sie am Leben zu erhalten. All dieweil es kein privatkapitalistisches Interesse dort gab, hat es halt der Staat gemacht und der hat es über Verschuldung gemacht. Und um diese Industrie
auch am Leben zu erhalten, hat er halt die gleich unter eigene Regie genommen und auch da permanent Defizite finanziert. Sowas soll nicht mehr sein. Staatsausgaben sollen sich lohnen oder sie sollen nicht sein. Und wenn ein Land nun mal nur Strände hat, dann soll er halt die Leute an die Strände holen. Das soll so sein. Aber so erfolgreich wie Deutschland schon. Das und wie sollen die Schulden gesenkt werden ohne wachstumsfördernde Maßnahmen? Das ist auch ungefähr damit beantwortet. Der Anspruch ist da, dass das passiert. Gleichzeitig werden vielen Ländern die Mittel einfach auch beschnitten oder nicht in die Hand gegeben. Deswegen müssen die Staaten halt selber, die Länder selber sehen, die Regierungen letztlich selber sehen, wie sie sich ein Wachstum zurecht machen. Und das geht in allen Ländern über letztlich die Senkung der Lohnstückkosten und die Investitionsbedingungen verbessern. Das machen halt alle. Ob das dann aufgeht am Ende? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dieses Jahr ist ja Erfolgsmeldung, dieses Jahr werden zum ersten Mal in allen Euro-Ländern wird die Wirtschaft wachsen. Es ist halt die Frage, wer das was davon hat angesichts von 100% Arbeitslosigkeit. Aber die Wirtschaft wird wachsen, also das Bruttoinlandsprodukt. Ist jetzt ein mäßiger Erfolg, aber der ist schon da. Fragt sich, wessen Erfolg das ist. Okay, dann für die dritte Runde habe ich schon drei Meldungen, und zwar hier vorne, da hier ganz vorne. Dann hinten und dann hier rechts von mir nochmal. Ich würde gerne mal über die Entpolitisierung in Europa, wie verläuft in jeden Ländern oder in ganzen europäischen Ebene. Ich entschuldige wegen meinem Deutsch, der nicht perfekt ist, aber ich habe eine kurze Frage. Ich weiß, dass ich habe keine detaillierten Kenntnisse, aber ich weiß, dass Irland oft genannt wurde wie ein Land, der erfolgreiche Krise überwindet hat. Und also ich interessiere mich, was hat da passiert, weil ich weiß, baltische Länder wurden sehr stark von Krise getroffen, aber da gab es super starke neoliberale Maßnahmen. Estland oder Litauen, glaube ich, hat 7% von Bevölkerung verloren wegen Auswanderung, aber über Irland habe ich keine Ahnung. Ja, in den südlichen europäischen Ländern ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Das heißt, die Armut wird dann sehr hoch sein. Das heißt, die Binnennachfrage fällt und der Export fällt auch, also ist zumindest auf niedrigem Niveau. Und zu lösen versucht man das mit einer Ausgabenreduzierung, um alles zu sanieren. Eigentlich richtig wäre doch zu investieren, jedenfalls die Unternehmen sollten investieren. Und sollen so wettbewerbsfähige Unternehmen, die Wachstumspotenzial haben, geschaffen werden? Also ich bezweifle das. Und das Wachstum, resultiert das nicht vor, also jetzt hatte Griechenland angeblich ein Wachstum, aber resultiert das nicht darauf, dass es vorher geschrumpft ist? Hat es ein reales Wachstum im Verhältnis, wenn man das gegenrechnet zu dem vorherigen Schrumpfen? Ist das real Wachstum oder nicht? Also es ist doch eigentlich, naja, ich sage nichts dazu. Eine Frage, gibt es in diesem Zusammenhang eine Diskussion über einen Finanzausgleich, wie man ihn ja nun in Deutschland hat, und zum Beispiel durch Handelsbilanzüberschüsse, die dann umgeleitet werden in andere Länder, in Defizitländer? Gut, dann noch eine Runde Antworten. Ingo, magst du wieder anfangen? Also zu der Entpolitisierung. Da war sozusagen das eine, was der Stefan dargestellt hat, dass es Versuch gibt, bestimmte Entscheidungsprozesse einerseits zu verriegeln und gleichzeitig eben auf räumlich zu entzerren. Also dass eben politische Entscheidungen nicht mehr im Bundestag getroffen werden, sondern, ihr habt es ja bei diesem europäischen Semester gesehen, da fängt es sozusagen an in der Europäischen Kommission. Die sind nicht gewählt, die Leute, die da drin sitzen. Die machen den Vorschlag und legen das
Und von dort aus geht sozusagen eine Initiative los, sogar bei den Haushaltsplänen, also sozusagen den Plänen, wo eine Regierung darüber beratschlagt, was sie ausgeben möchte, für was sie Geld ausgeben möchte. Das wird erst der Kommission vorgelegt, bevor es dem nationalen Parlament vorgelegt wird. Das heißt, da wird versucht, durch eine räumliche Verlagerung von Entscheidungskompetenzen und Diskussionen die Sache zu entpolitisieren. Also dass dann nationale Politiker immer sagen können, naja, das kommt halt aus von Brüssel. Da kommt sozusagen auch ein Teil dieser Euroskepsis und sozusagen der Kritik an der EU vor, wo wir dann auch nochmal bei der Sitzung nochmal explizit darauf eingehen werden, weil das natürlich genau auch so ein Nationalchauvinismus und so einen antieuropäischen Diskurs natürlich auch mitprägen. Eine Entpolitisierung findet aber auch statt, wenn, und da versuchen wir ja mit solchen Veranstaltungen auch entgegenzuwirken, so Experten sozusagen ständig herangezogen werden. Also dass sich jeder sofort überfordert fühlt, wenn die Tagesschau angeguckt wird, die Tageszeitung gelesen wird und man hat so das Gefühl, man versteht das alles nicht und kann sich da überhaupt gar keine Meinung bilden. Interessanterweise sagen die Experten oft selber, dass sie eigentlich keine Ahnung davon haben oder das, was sie meinen zu glauben, irgendwie politisch relevant ist. Also deutlich wird es zum Beispiel bei diesen Maastrichter Kriterien, also diesen Verschuldungskriterien. Da gibt es von dem Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, gibt es so ein schönes Zitat aus einem Jahresgutachten, also Wirtschaftsweise, das sind wirklich die Experten, da sagen sie, nein, die Kriterien sind eigentlich wissenschaftlich nicht zu begründen, aber politisch richtig. Wo man so denkt, okay, also man kann sie eigentlich nicht begründen, aber welches Zweck verfolgen sie? Genau das, was Stefan dargestellt hat. Sie sollen sozusagen als Expertenmeinung eine Politik legitimieren, die eben zu einer Verarmung der Bevölkerung führt. Und so Wirtschaftsgutachten, die liest sich, glaube ich, kein normaler Mensch durch. Stefan könnte vielleicht noch erzählen, wie in Wirtschaftsredaktionen mit solchen Wirtschaftsgutachten umgegangen wird. Da werden wahrscheinlich die Zusammenfassungen gelesen, die so ein paar Seiten sind, nachdem mehrere hundert Seiten Gutachten kommen. Da stehen dann solche Sätze, die dann noch einigermaßen ehrlich sind, gar nicht mehr drin. Das heißt, da kommt dann einfach nur das, was die Experten eben an Ideologie produzieren und die sind dann eben auch eine Form der Entpolitisierung. Und ich glaube, genau das ist auch ein Punkt, wo wir versuchen müssen, entgegenzuwirken und eben eine Aufklärung, sich eine Kompetenz anzueignen, sich da eine Meinung auch zu bilden. In Irland bin ich jetzt, also hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen. Irland war sowieso schon ein Land, das mit seinen Arbeitnehmern relativ streng umgeht, hat in der Krise seine Lohnkosten massiv gedrückt. Das ging da relativ einfach, weil Irland einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt hat. Insofern die Lohnsenkung durch die steigende Arbeitslosigkeit auch sofort durchgeschlagen hat. Das war der eine Punkt. Sinkende Löhne kennt man ja immer, führt ja auch dazu, Binnennachfrage geht zurück. So, das war ja das Problem auch von einigen südeuropäischen Ländern. An der Stelle, warum Irland das nicht so gejuckt hat, dass seine Leute immer ärmer wurden und auch weniger gekauft haben, war einfach die Tatsache, dass Irland eine Exportquote von 100% seiner Wirtschaftsleistung hat. Auch ein Land wie Deutschland kommt nur auf 40%, glaube ich. Irland ist eine Exportmaschine. Einfach durch die Tatsache, dass in Irland der Unternehmenssteuersatz bei nur 15% konkurrenzlos niedrig liegt. Damit macht Irland dem internationalen Kapital ein Angebot, das vielfach nicht ausgeschlagen wird. Und deswegen hat Irland eine sehr hohe Exportquote und dessen Erfolg steht und fällt mit dem Export. Und das funktioniert dann auch gut, wenn die Lohnkosten sinken. Es lag gar nicht allein in den sinkenden Lohnkosten. Irland hat einfach stark davon profitiert, dass seine beiden Hauptexportmärkte, Großbritannien und USA, ganz gut dastehen. So, das ist letztlich das, was Irland geschafft hat. Und sein Lohnniveau hat es darüber auch noch gedrückt. Bevor man jetzt irgendwie glänzende Augen kriegt, wenn man an Irland denkt, muss man mal dran denken, dass die Staatsschulden, glaube ich, von 40% der Wirtschaftsleistung vor der Krise auf inzwischen 110% gestiegen sind und die vor einem Riesenhaufen eigentlich bankrotter Banken stehen. Der große Erfolg ist nur, die Wirtschaft wächst ein bisschen
und die Finanzmärkte glauben wieder an Irland. So, das ist der irische Erfolg, der auch nur sehr begrenzt bei den Leuten ankommt, vor allen Dingen eher bei den großen Unternehmen, die dort angesiedelt sind. Gibt es eine Diskussion über einen Finanzausgleich? Es gibt ja immer Streit um die EU-Finanzen, aber um einen richtigen Finanzausgleich zwischen den europäischen Staaten, der quasi dafür sorgen würde, dass die Ergebnisse der Konkurrenz kompensiert werden. Regeln, die dafür sorgen, dass die Gewinner mit den Verlierern teilen, nee, das gibt's nicht in Europa. Es wäre auch ein Widersinn. So ist Europa nicht aufgebaut. Europa, also so ist die EU und die Eurozone schon gar nicht aufgebaut, sondern die haben sich ja gerade gemeinsame Regeln gegeben, nämlich den EU-Binnenmarkt und die eine gemeinsame Währung, um die Konkurrenz untereinander gänzlich freizusetzen. Das war ja der Zweck des EU-Binnenmarktes und auch der Einführung des Euros, dass die Konkurrenz untereinander richtig freigesetzt wird. Und wer gewinnt und wer verliert, das wird man sehen. Wenn jetzt gesagt wird, jetzt müssen die Gewinner aber doch mit den Verlierern teilen, dann sagen die Gewinner natürlich erstmal nö. Aber letztlich geht die ganze Zeit der Streit darum, wer zahlt, wessen Finanzen, da geht es bei der EZB auch drum, wessen Finanzen werden belastet bei dem Versuch, die Gewinner, die Verlierer geschäftsfähig zu halten. Ne? Weil Gewinnernationen für wie Österreich, Belgien, Niederlande, Finnland auch, Deutschland, sagen sich natürlich, warum soll ich mich um die Verlierer kümmern? Wenn die Tatsache, dass es jetzt Verlierernationen gibt, dazu führen könnte, dass die ganze Eurozone auseinanderbricht, da machen sich dann die Gewinner auch Gedanken darüber, wie man das verhindern kann. Aber nicht um den Verlierern zu helfen, sondern um die Basis des deutschen, österreichischen, niederländischen Erfolgs aufrechtzuerhalten. Und da gibt es jetzt immer ein Hin und Her, aber einen richtigen Finanzausgleich, der irgendwie für gleichartige Lebensverhältnisse am Ende sorgen würde. Sowas gibt es meines Wissens nach nicht. Es gibt Forderungen danach, soziales Europa. Aber das spielt meines Wissens keine Rolle. Ich dachte, sonst hätte ich nochmal ganz kurz zur Entpolitisierung. Letztlich dienen ja diese ganzen Gesetze dazu, dem staatlichen Handeln Leitplanken zu geben und das quasi dazu zu zwingen. Diese Leitplanken sind jetzt nicht völlig neu. Wettbewerbsfähigkeit und stabile Finanzen haben alle Staaten vor und auch die Senkung der Lohnstückkosten ist nichts, was die EU-Kommission erfunden hat. Aber denen sollen quasi... Ja, denen sollen nochmal extra strenge Maßstäbe gegeben werden, um dafür zu sorgen, dass die Politik nicht auf dem Pfad der Tugend bleibt, wie es immer heißt. Fällt mir nur gerade noch ein, ich fand das ganz lustig. Ich habe die EU-Kommission gibt ja auch immer länderspezifische Empfehlungen für jedes Land, was es jetzt tun muss. Ich habe mir den letzten zu Finnland mal angeguckt. Da stellt die EU-Kommission fest, Finnland hat massiv Exportmarktanteile verloren. Hat es nämlich auch, weil das liegt im Wesentlichen an Nokia. Nokia hat in den 90er Jahren noch 20% des finnischen Exports ausgemacht. Heute ist es sehr viel weniger. Nokia ist in der Konkurrenz zu Samsung und Apple unterlegen, gerade was die Smartphones angeht. Logisches Resultat war ein Rückgang der Exportmarktanteile Finnlands, weil Nokia so ein Riesending ist. Die EU-Kommission hat es jetzt problematisiert in ihrem Länderbericht und hat sich gleich die Lohnstückkosten, müssen die Finnen denn billiger werden, hat allerdings festgestellt, die Lohnstückkosten sind eigentlich gar nicht so stark gestiegen in Finnland. Dann haben sie geguckt, vielleicht gibt das Land nicht genug aus für Forschung und Entwicklung. Kamen sie darauf, Finnland ist das Land, das am meisten für Forschung und Entwicklung ausgibt. Anhand dieser beiden Kriterien und noch einiger weiterer ist die EU-Kommission dann messerscharf zur länderspezifischen Empfehlung gekommen, dass Finnland darauf achten muss, marktfähige Produkte zu produzieren. Es steht da wirklich drin, also nicht bloß, den Finnen wird ein Licht aufgegangen sein, dass sie jetzt marktfähige Produkte und nicht irgendwelche Produkte und auch beim eigentlichen Adressaten dieser Empfehlung, beim Nokia-Management, die werden jetzt bestimmt ein ganz neues Geschäftsmodell erfinden, weil sie jetzt nämlich marktfähige Produkte, also das, nur um zu sagen, diese Empfehlungen oder diese Leitlinien, die haben zum Teil auch die Härte immer, ein Land muss wettbewerbsfähig sein, aber es steckt auch eine große Hilflosigkeit zum Teil drin, wenn es halt nichts auffällt und der Erfolg muss halt her, dann sagt die EU-Kommission marktfähige Produkte, was nichts anderes heißt als seid erfolgreich.
Vielleicht noch ein Punkt zu diesem Finanzausgleich. Also es gibt ein Politikfeld der EU, die Regionalpolitik, die in den 70er Jahren eine größere Rolle gespielt hat und die auch ausgebaut wurde, gerade vor dem Hintergrund noch sozusagen einer sozialdemokratischen Phase. Und wenn man sich diese Regionalpolitik aber anguckt, wie die sich sozusagen in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren entwickelt hat, dann hat die sozusagen selber einen Politikinhalt verändert. Also während eben früher wirklich daran gedacht war, dass man Länder unterstützt, die eben abgehängt sind, werden eben jetzt Länder unterstützt, wettbewerbsfähig zu werden. Also da wird sozusagen das, was irgendwie sowas nach einer Unterstützung klingt, die hat sozusagen Inhalt bekommen, genau auf das gleiche Rezept zu setzen wie bei der Rettung des Euro und das eben schon seit den 80er Jahren. Also sozusagen die Regionalpolitik ist sozusagen eigentlich schon ziemlich lange genau oder verfolgt genau das Programm, was Stefan skizziert hat. Und vielleicht nochmal kurz zu dieser Entpolitisierung und den Regeln. Also man muss das sich auch nochmal klar machen, das passt vielleicht nochmal im Anschluss an das Seminar vor einem Jahr. Warum gibt es diese Regeln? Diese Regeln gibt es eben, weil sich alle Staaten gegenseitig misstrauen und es keine politische Union gibt. Also wenn man nicht sozusagen einen europäischen Staat hat, trotzdem man sich aber gemeinsamen Regeln unterwerfen muss, weil man ja eine gemeinsame Währung hat, dann läuft es darauf hinaus, dass man Regeln aufstellt, die alle allen gehorchen müssen und eben keine gemeinsame Politik formuliert. Also wenn man sagt, man hätte eine politische Union, dann muss es natürlich sowas geben wie einen politischen Meinungsbildungsprozess, einen politischen Entscheidungsprozess und so weiter und so fort. Und da wäre es dann eben nicht so entpolitisiert, weil man würde kollektiv innerhalb der EU darüber streiten, was man will und was man nicht will. Wenn man aber eben keine politische Union hat, dann kommt man sozusagen notwendigerweise zu dem Punkt, dass man sagt, okay, viele Nationalstaaten, die in Konkurrenz zueinander Politik machen, ein gemeinsames Geld, also brauchen wir Regeln, die alle befolgen müssen. Und diese Regeln sind eben genau diesem politischen Streit entzogen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann würde ich eine letzte Runde auf jeden Fall machen. Da ist schon, sind schon, sorry, schon zwei Meldungen. Okay. Ob ihr die Vermutung habt, wenn ihr euch damit beschäftigt, dass die Leute, also die Politiker, die diese Maßnahmen alle festlegen, wirklich glauben, selbst daran glauben, mit diesen Maßnahmen aus der Krise rauszukommen? Oder ist das sozusagen ein wildes im Topf rühren und gucken, welche und dann Maßnahmen festlegen, die sich immer gut anhören? Sparen hört sich immer gut an, Wettbewerbsfähigkeit herstellen und marktfähig sein hört sich immer total gut an. Glauben Sie aber wirklich sozusagen mit diesen Maßnahmen aus der Krise zu kommen? Weil relativ banal könnte man ja sagen, wenn ihr konstatiert, und das ist ja offensichtlich, ein Armutsprogramm für die Bevölkerung der Eurozone würde ja bedeuten, es ist keiner mehr da, der in der Lage ist, die Produkte, die wettbewerbsfähigen Produkte, die entstehen sollen, dann noch zu kaufen. Und es ist ja sozusagen eine Spirale nach unten. Also wenn ich sozusagen ein Armutsprogramm auflege, sind die Leute mit dem Geld, was sie noch übrig haben, nicht mehr in der Lage, Produkte zu kaufen. Und das entzieht dem real existierenden Kapitalismus eigentlich die Existenzgrundlage. Und von daher die Frage, ob sie wissen, was sie tun. Es wurde mir eigentlich viel zu wenig über die Einflüsse der internationalen Finanzmärkte auf die europäische Fiskalpolitik gesprochen. Du hattest so gesagt, als wenn diese EU-Kommission ziemlich autark da sitzen würde und praktisch nur delegieren würde, wenn sie Strafmaßnahmen erlassen würde, jetzt neuerdings nach dem neuen Programm, dass sie das den Finanzmärkten überlassen würde, so Strafmaßnahmen zu sanktionieren auf bestimmte Länder, die Kriterien nicht erreichen. Also an und für sich würde ich doch sagen, oder es ist eigentlich doch so, dass die Finanzmärkte, die Europäische Kommission und die europäische Finanzpolitik vor sich hertreiben. Also eigentlich andersrum wird ein Schuh draus und nicht dass die EU
delegiert an die Finanzmärkte, sondern die Finanzmärkte halten die EU am langen Seil oder an den Fäden. Ja, also ich habe wohl verstanden, dass erst in 3 Wochen die eigentliche Diskussion kommt. Stellungnahme, da will ich auch nicht wieder nerven. Aber trotzdem wenigstens ganz konkret eine Frage zu Eurobonds, was doch die Amerikaner, glaube ich, auch gut gefunden hätten, wenn wir das gemacht hätten. Vielleicht kann ich das auf so eine referierende Ebene bringen. Wäre das jetzt, hätte das positive Konsequenzen oder was könnte problematisch werden bei Eurobonds? Ja, ganz kurz, vielleicht könnt ihr noch was zum Parlament sagen. Also, weil die Grafik sah vorhin eher so aus wie Satire. Das Parlament debattiert die Länderberichte, ne? Also quasi, das war so die einzige Rolle da drin. Genau, vielleicht könnt ihr da noch 2 Sätze zu sagen. Gut, Ingo, fängst du wieder an? Also zu den Eurobonds kann ich einerseits nochmal verweisen auf die Videodokumentation von letztem Jahr. Da gibt es die vorletzte Sitzung zu Die Linke Antworten. Da tauchen auch nochmal die Eurobonds auf. Und ich würde sagen, klar, das wäre genau das, was man eine Fiskalunion oder einen Schritt Richtung Fiskalunion beschreiben würde. Das heißt, alle Staaten stehen gemeinsam für die Schulden eines Staates ein, also auch Deutschland für die griechischen Schulden. Und natürlich hätte das sofort zur Folge gehabt, dass die Zinsen und damit die Zinslast für den griechischen Staat gesunken wäre. Es gab auch schon relativ früh, sowohl auf europäischer Ebene, und da merkt man auch genau diese Interessen, also die EU-Ebene, sowohl das Parlament, teilweise sogar die Kommission hatte Interesse daran an den Eurobonds. Frankreich hatte Interesse, Italien, die richtig drunter gelitten haben, also Griechenland sowieso. Wer dagegen war, war Deutschland. Das heißt, das ist eine Interessensfrage und wer die Macht hat, das durchzusetzen. Und man kann hinterher eigentlich sagen, Eurobonds wurden de facto mit deutschem Vorzeichen durchgesetzt. Also was Stefan ganz am Anfang hatte, diese Rettungsschirme, da kriegt Griechenland vergünstigte Kredite. Also die zahlen, glaube ich, 5% oder so. Das würden sie an den Finanzmärkten nie und nimmer zahlen. Also die würden, wenn sie überhaupt Geld kriegen, wahrscheinlich 15 zahlen oder noch mehr. Das heißt, de facto der Sache nach kriegen sie günstige Kredite, was Eurobonds organisieren sollten. Was hat aber Deutschland gemacht? Sie müssen dem Fiskalpakt beitreten, um Geld aus diesem Rettungsschirm zu kriegen. Das heißt, es war die Bedingung, oder sozusagen, um Hilfe zu bekommen, musste genau diese Politik verfolgt werden, die wir gerade skizziert haben. Ob die Politiker da wirklich dran glauben, was sie sagen, also von Schäuble kommt ja auch dieser Spruch, wir fahren auf Sicht. Das heißt, sie wissen es in einer sehr angespannten Phase nicht, was sie da tun, sondern sie gucken, dass sie möglichst nirgends anstoßen. Gleichzeitig glauben sie wirklich daran, dass sie da was richtig machen. Also die Agenda 2010, Hartz IV, hat doch Deutschland geholfen. Da ist doch sozusagen der Aufschwung gekommen. Und wenn wir das sozusagen europäisieren, und nichts anderes hat Stefan vorher dargestellt, dann geht es doch allen Ländern genauso gut wie Deutschland. Also was anderes, und das glauben die wirklich. Und darum verfolgen sie genau diese Politik. Das EU-Parlament, das ist eine Satire und de facto haben die auch eigentlich keine Rechte. Also sowohl was Initiativen angeht, sie können sozusagen mitdiskutieren, sie können manchmal anhören, sie können im Prinzip nichts verhindern oder selber so anstoßen, dass die Kommission irgendwas umsetzen müsste oder die nationalen Parlamente, was sie nicht wollen. Also das ist auf jeden Fall da passiert sozusagen eigentlich nicht groß viel Relevantes. Was man eben noch sagen kann, was ich vorher gesagt habe, mit diesen Experten und der Entpolitisierung kann man natürlich schon sagen,
dass sowas wie ein Parlament sowas wie eine Gegenöffentlichkeit darstellt. Also natürlich können da Experten aus diesem Parlament oder einzelne Politiker Fragen stellen, Sachen diskutieren, die uns Informationen liefern, die wir sonst nicht haben, weil die Kommission und so weiter, die tagen oft hinter verschlossenen Türen, Protokolle werden nicht offengelegt. Bei der EZB ist es genauso. Also die US-amerikanischen Notenbank Fed zum Beispiel, die veröffentlicht ihre Diskussionen und ihr Abstimmungsverhalten und so weiter und so fort. Das heißt, das Parlament, würde ich schon sagen, insofern als eine Form von Gegenöffentlichkeit oder von Informationen auf jeden Fall nicht dann unterschätzen. Eigentlich. Ach so, doch, die Finanzmärkte treiben die EU-Kommission vor sich her. Das, also deswegen wollte ich am Anfang sagen, was für ein Ziel hat sich Europa denn da gesetzt? Und wenn das Ziel Kreditwürdigkeit heißt, dann gibt es gar keine Differenz mehr zwischen dem Interesse der EU-Kommission und dem Interesse der Finanzmärkte. Also, weil Europa möchte wieder Kredite bekommen von den Finanzmärkten, möchte wieder als Renditequelle der Finanzmärkte, man kann es so ausdrücken, möchte das wieder werden. Was, also ich weiß nicht, ob du noch mehr willst, noch mehr Macht den Finanzmärkten, weil die, das ist ja schon. Ja, und dann wäre eben die Frage, warum haben sie die Macht? Die haben die Macht, weil die europäischen Staaten ihr Geld brauchen fürs Wachstum. Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber man kann schon auch, also wir haben jetzt sozusagen die negativen Entwicklungen dargestellt und mit diesen Finanzmärkten kann man schon auch sagen, dass die Nationalstaaten und auch die EU sich zu arg getrieben gefühlt haben. Also das, was wir dargestellt haben, ist nicht alles, sondern es gab natürlich, in Deutschland gibt es soll eine Beschränkung des Hochfrequenzhandels stattfinden, Ratingagenturen wurden beschnitten, Basel III wurde beschlossen, das heißt, Eigenkapitalquote von Banken wurde erhöht, das heißt, die Staaten haben schon gemerkt, oder in dieser Formulierung, sie haben es übertrieben und wir müssen sozusagen auch hier Leitplanken einziehen, damit die Finanzmärkte uns produktiv vorantreiben und nicht sozusagen destruktiv. Und ich glaube, da gibt es schon einige Punkte, die da in den letzten Jahren verabschiedet wurden, um genau diese Destruktivität, die du vorher skizziert hast, eben sich nicht negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken sollen. Und damit merkt man aber auch, dass es wieder nichts Gegenteiliges ist, sondern die Finanzmärkte sollen eben auch produktiv gestalten oder rechtliche Rahmen gegeben werden, dass sie produktiv diesem Wettbewerbsziel sozusagen unterstützen. Stefan, ne? Ich dachte, du hast jetzt ein gutes, schönes Schlusswort. Es kommt ja immer wieder die Idee, dass das geht doch alles nicht auf. Und ich würde mal sagen, es wird man mal sehen, ob das aufgeht. Es ist keinesfalls so, dass das nicht aufgehen kann. Ich meine, letztlich, jede kapitalistische Krise kommt irgendwann ans Ende. Irgendwann geht das Akkumulieren halt wieder los. Und was wir hier die letzten Jahre sehen, ist ja ganz offensichtlich kein gemeinsames Programm Europas, um gemeinsam wieder hochzugehen, sondern was wir hier sehen, ist ein Kampf um die Verteilung der Kosten der Krise zwischen den einzelnen Ländern und dann eben auch zwischen den Unternehmen und Arbeitnehmern und sonst was. Also das ist aber auch auf Staatenebene her ein Hauen und Stechen um, wer muss zahlen und wer kann kassieren. Es gibt eben das gemeinsame Interesse in Europa, dass alle voneinander abhängig sind. Und auch Deutschland kann nur prosperieren, braucht es zunehmend weniger, aber auch Deutschland möchte, dass die anderen Staaten prosperieren, damit Deutschland dahin exportieren kann. Alle sind voneinander abhängig, aber gleichzeitig will auch keiner für die Krise zahlen. Und deswegen kommt so ein einerseits andererseits bei heraus. Ob das klappt oder nicht, weiß man nicht, aber sie versuchen es auf jeden Fall. Und übrigens wüsste ich auch gar nicht, wie sie es groß anders machen könnten bei dem, was sie vorhaben, nämlich Europa wieder kreditwürdig zu machen.